Da wird man doch glatt. Grün. Grün vor Neid und auch grün im Angesicht der grünen Fraktion hier, der Australier, die hier gelandet sind. Warum ich neidisch werde, kann ich euch sehr, sehr gerne erklären. Erstmal herzlich willkommen zu Beyond the Earth. Jenseits der Erde sind wir hier beim neuen Civilization Ableger und bei einer Preview-Version des Spiels. Wir beide, Christian Beigel und ich, den ich gleich mal fragen möchte, ob er auch grün-gelb vor Neid wird im Gesicht, wenn er auf die Australier blickt, die hier mittlerweile gelandet sind und die im Gegensatz zu uns, die wir gerade unseren ersten Bautrupp gebaut haben, vom Start weg gleich zwei zu haben scheinen. Ja, die dürften gleich mit zwei Bautrupp-Fahrzeugen anfangen, aber das ist ganz ernsthaft die Ausgleichsoption dafür, dass diese Fraktion 20 Runden später auf dem neuen Planeten eintraf. Die starteten einfach zu Hause 20 Runden später, oder vielleicht war ihr Raumschiff auch nicht ganz so schnell, weil es etwas größer war und mehr Fracht transportierte. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass wir als Erste uns den Platz aussuchen durften. Der zweite Bautrupp hier unten, der so ein bisschen seltsam aussieht, wo der Mann mit dem braunen Trenchcoat nebendran steht, das liegt daran, dass da ein Bautrupp und ein Erkunder auf demselben Geländefeld stehen. Deswegen sieht es jetzt aus wie ein ganz seltsames Hybridfahrzeug mit Doppelrollen und hinten einem Solarkollektor dran. Da zoome ich doch gleich wieder raus, weil das ein bisschen hässlich ist. Komische Mutation. Das sind die Australier hier gestartet. Freeland heißt ihre erste und einzige Stadt. Das ist unser erster Erkunder. Weit, weit oben im Norden. Ich gehe mal ganz allmählich hier hoch. Es finden wir zum einen eine Handelsstation, eine neutrale, mittlerweile hier platziert vom Programm. Mit der können wir handeln, sobald wir hier das Gebäude fertiggestellt haben. Das Handelslager in unserer bislang einzigen Stadt. Danach müssen wir noch einen Handelskonvoi bauen und dann könnten wir mit den Handeln mal schauen, ob wir das machen. Das ist unsere einzige Stadt. Wir beginnen das Gelände zu modernisieren. Hier haben wir eine Farm gebaut, dort eine Koppel. Hier ist unsere einzige richtig ernstzunehmende Militäreinheit, ein Soldat, den wir hier mittlerweile rekrutiert haben. Das ist unser einziger Bautrupp. Und unser Soldat ist unterwegs Richtung Nordosten, hier durch die Wüste und durch diese Schlucht hier, quer über die Schwebsteine, an diesen Canyons vorbei, hier in diese Wüste im Nordosten, um ihm hier zu Hilfe zu eilen, Christian. Das wird noch ein langer Weg für den Soldaten. Und der Erkunder, den wir hier oben im wilden Nordosten stehen haben, der hat sehr, sehr viele feine Goodies entdeckt, die wir eigentlich gerne ausgraben und aufsammeln möchten. Zum Beispiel rechts oben über dem Wolfskäfer eine Ressourcensonde. Dann ist hier eine verlassene Siedlung und noch eine Ressourcensonde. Also in der verlassenen Siedlung, da würden wir gerne mal nachschauen, was da schiefgelaufen ist. Aber das ist Gefährliche daran ist, rechts oben über der Siedlung ist ein Alien-Nest. Hier ist es. Ja, ganz genau. Wir sehen jetzt nicht die Einheiten, die dort platziert sind, aber wer von euch die letzte Folge kennt, der weiß, als das noch im Sichtbereich unseres Erkunders war, das sind jede Menge von diesen hässlichen Wolfskäfern, die leider auch ziemlich gefährlich sind. Genau, die haben unseren Erkunder nämlich einmal angegriffen. Er hat es gerade so mit Ach und Krach überlebt und musste sich dann 10 Runden lang ein Päuschen gönnen, um wieder zu heilen. Außerhalb des eigenen Territoriums dauert das wirklich lange. Und wenn wir nicht aufpassen und den nicht heilen lassen, dann gibt es ja bald eine zweite Ausgrabungsstätte, die andere Erkunder wiederum entdecken und ausgraben können, nämlich die mit seinen Gebeinen. Und ob das dann einen Bonus gibt im Spiel, das wage ich zu bezweifeln. Nee, bevor wir uns diesem Alien-Nest hier nähern, brauchen wir wirklich ein bisschen Geleitschutz durch den Soldaten, auch wenn das noch lange dauert. So, mit dem Erkunder hier ziehen wir durch das Gefährliche, durch den Sumpf hier. Xenomasse ist dort. Brauchen wir später, falls wir bestimmte Einheiten bauen können. Und falls hier in diesen Sümpfen, falls wir uns da irgendein Wehwehchen zuziehen, hier auf der Kieselerde, die können wir uns dann auf den Leib schmieren oder ein wenig schlucken. Das hilft uns garantiert, altes Naturrezept. Behaupten zumindest alle, die daran glauben. Ja, und hier unser Soldat ist unterwegs, geht hier quer durch das Miasma. Vor diesen Tierchen müssen wir uns keine Sorgen machen. Das sind nur so Krabbelkäferchen, die wir auch nutzen könnten. Hier sind weitere rüber über den Fluss. Okay, das wird noch dauern, bis wir den darüber geschafft haben, aber es ist notwendig. Eine Runde weiter. Wir können jetzt einen Wert entwickeln. Unsere Gesellschaft hat genug Kultur angehäuft, um ein bisschen fortgeschrittener zu werden. Einen Wert haben wir bislang, oder? Hatten wir den hier schon angeklickt? Zwei sogar. Wir haben schon adaptive Strategien im Machtbaum und wir haben rechts ganz außen im lilafarbenen Baum bei Industrie die Arbeitslogistik, 10% Produktion für Gebäude.
Sollen wir weiter? Ja, jetzt gibt's verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich gibt's hier vor allem jetzt eine richtig gute Gelegenheit für dich, Christian, die Zuschauer zu briefen, was es eigentlich hier zu bedeuten hat mit den sogenannten Synergieeffekten. Das haben wir nämlich noch gar nicht erklärt. Und solange ihr noch zu Beginn der Folge frisch im Kopf seid und von uns noch nicht eingelullt wurden, können wir ruhig ein bisschen Bildungsfernsehen hier auf YouTube betreiben. Hier gibt's in der oberen Reihe Synergieboni. Die werden hier ausgewiesen. 3 in der Zeile. Waagerecht. Und dann gibt es hier auf der linken Seite senkrecht auch noch Synergieboni. Hier gibt es so Skalen, die kann man, die Vorräte, da füllt man allmählich die Striche auf, senkrecht und waagerecht hier auch, und kann dann diese Synergieboni freischalten. Habe ich jetzt mal so ganz pauschal erklärt. Ja, genau. Im Prinzip pingeliger, weißt du das? Nicht wirklich viel pingeliger, aber es sind im Prinzip Belohnungseffekte, die wir ansammeln können, wenn wir uns entweder auf eine bestimmte Farbe konzentrieren, also auf einen bestimmten Baum, wie zum Beispiel Macht. Wenn wir da lauter Machtwerte anhäufen, dann bekommen wir einen Sammelwerteffekt oben aus der ersten Reihe. Wenn wir da beispielsweise 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen voll machen, sind alle unsere Einheiten 5% stärker. Wenn wir 10 voll machen, dann sind die noch ein bisschen stärker. Ähnlich bei Wohlstand, wenn wir hier die ersten 5 zumachen, haben wir plus 10% Wachstum in jeder Stadt. Also das Nahrungsplus wird um 10% erhöht, oder das ist auch ein sehr, sehr schöner Boni, plus eine Gesundheit für jede einzelne Stadt. Genau, das gilt natürlich dann immer nur, wenn wir uns für eine in einer Farbe bleiben und dieser Farbe treu bleiben. Aber wir werden auch nicht bestraft, wenn wir einfach wild mischen, wie wir das jetzt schon getan haben. Du siehst nämlich da, dass wir hier in Reihe 1 schon 2 Synergieboni für Reihe 1 freigeschaltet haben, durch unseren einen in Macht und einen in Industrie, unsere beiden Werte. Wenn wir erst 5 freigeschaltet haben, dann bekommen wir einen Wert gratis. Wenn wir 10 fertig haben, bekommen wir für unsere Hauptstadt ein paar satte Boni und so weiter. Geht das dann Richtung unten. 3 Ähren gibt es quasi. Ähren. 3 Getreideähren. 3 Äras, glaube ich eher. 3 Äras gibt es hier in der Werteentwicklung. Ach, sag doch einfach Epochen. 3 Epochen, 3 Zeitabschnitte. 1, 2 und 3. Ganz elegant natürlich in römischen Ziffern. Denn auch in der Zukunft, wenn man Wert auf Ehre legt, nein, auf Ehre legt und auf ein bisschen Ästhetik, dann macht man das mit römischen Ziffern. Und dann sind die nächsten Boni sind dann umso mächtiger noch. Also, was holen wir uns jetzt? Lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich würde entweder vorschlagen, wir gehen den Plan durch, den ich gerne hätte, nämlich im Machtbaum so weit zu forschen, noch 2 Technologien weiter oder 2 Werte weiter, dass wir Forschungspunkte bekommen für abgemurkste Aliens. Dazu bräuchten wir erst Überlebenskunst und dann das eine, was unten drunter liegt. Plünderung. Das hier. Da möchte ich gerne hin. Ach, verstehe. Okay, dann machen wir das. Du möchtest viele Aliens töten. Das heißt sowas wie, wir sind hier Botschafter der Menschheit und des Friedens auf einem fernen Planeten und wir müssen uns diesen Lebensformen hier friedlich nähern. Das sorgt bei dir, wenn du sowas hörst, für ein unterdrücktes Kichern, oder? Nee, so drastisch möchte ich es gar nicht sagen, aber es wird einfach nötig sein, im Laufe des Spiels das eine oder andere Alien um die Ecke zu bringen, auch wenn wir das gar nicht so böse meinen. Nein. Und da wäre es doch schade, dann auf diese Forschungspunkte zu verzichten. Ja. Das wäre schade. Wenn wir schon Verbrechen begehen, dann sollten sie sich auch lohnen. Hab ich das jetzt gerade irgendwie zu euphemistisch ausgedrückt alles? Naja. Ich denke schon. Das war ja schon Kriegspropaganda und das noch im Modus Perlen vor die Säue, weil außer uns beiden ja niemand hier zuschaut oder mithört, dem wir irgendwie sagen könnten, er wäre ein Alien und uns feindlich gesonnen. Nur die Zuschauer, und das sind alles Menschen, hoffe ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich mir auch. Wohin nun? Hierhin? Und nochmal eine Farm bauen? Ja, ne? Klar, die kosten uns ja im Moment nichts und ja doch, ein weiteres Flussfeld haben wir im Moment nicht, aber die Stadt wird sich ja bestimmt bald, kannst du auch einen Sonnenkollektor mal bauen, was willst du denn bringen? Brauchen wir denn im Augenblick Gold? Ist das sonderlich wichtig? Also ich denke am Anfang, wenn man eine Stadt schnell hochpowern möchte, dann sind die Farmen doch Gold wert. Lass mich da kurz dazwischen grätschen. Wir haben doch von einem Zuschauer den Auftrag bekommen, nicht mehr Gold zu sagen statt Energie. Das ist nicht ganz richtig. Der Auftrag ging nicht an uns, der ging an mich. Peinlicherweise. Asche auf mein Haupt. Ich habe ja andauernd von Gold gesprochen oder von Geld und ein Zuschauer hat gesagt, WB, nein, er hat gesagt, Christian, bring mal bitte den WB dazu, dass er sich ein bisschen mehr auf die Spielwelt hier einlässt. Wir sind ja in der Zukunft. In der Zukunft, da geht es nicht mehr um schnödes Mammon, da geht es um Energie. Jetzt hör doch auf mit diesem schnöden Mammut. Sag Energie. Genau, ein Mammut. Ein schnödes Mammut.
Elfenbein wäre auch eine schöne Währung hier. Also es geht ja nicht um Gold, um Geld, um Schatzkammerbestände oder Goldmünzen oder irgendwas anderes Monetäres und Pekuniäres, sondern es geht ja nur um Energie. Und hier gibt es keine Währung mehr und kein Gold in dieser tollen Gesellschaft der Zukunft. Anders formuliert, die freie Marktwirtschaft ist abgeschafft, das Privateigentum auch weg. Die Leute können nicht mehr über sich selbst verfügen, sondern die Diktatoren, die beiden Let's Player, regieren hier und weisen allen Leuten nur Energie zu und müssen die Energie für die Gemeinschaftsprojekte aufbringen. Und alles hört auf unser Kommando. Ja, genau. Das sieht man ja auch schon darin, dass du in der Stadt die Bürger festgelegt hast, auf welchen Feldern sie ackern sollen. Ganz genau. Beziehungsweise ich überlasse dem Programm, das zu machen. Ja. Also, wenn das die fortschrittliche Gesellschaft der Zukunft ist, ohne freie Marktwirtschaft, mit der YouTube-Planwirtschaft von Christian und WB, meinetwegen. Noch eins dicht daran oder da erstmal abwarten und im nächsten Zug eins rüber? Noch eins weiter ran. Hierhin. Das ist noch, glaube ich, noch weit genug vom Nest weg. Doch geht's gut. Kein Käfer in der Nähe. Ich glaube, das können wir uns nächste Runde schnappen und wieder zurück auf den Hügel. Man möge uns verzeihen, dass wir noch ein extrem vorsichtig vorgehen im Moment mit den Erkundern. Aber ich glaube, wenn die näher an unserer eigenen Stadt zu Hause wären, dann würde ich auch ein bisschen mehr Druck bei der Aufklärung machen. Aber den jetzt zu verlieren, wo der schon so weit in entferntes Gelände vorgedrungen ist, das fände ich einfach ärgerlich. Das wäre bitter. Jetzt ziehen wir über das Kupfer vorwärts. Oh, ich habe den auf den Hügel geschickt. Na, das war ja clever, WB. Du wolltest eben, dass die ein bisschen Trainingsprogramm haben, die Jungs. Ja, ich wollte die, wie Felix Querlix Magath, habe ich dir hier mal den Hügel hochgehetzt und gleich wieder runter, weil das ein paar Muckis bringt. Genau, und zwar ohne Atmen. Atmen ist etwas für Weicheier, so wie Wasser trinken. Nochmal ein Hügel, na klasse. Na gut, das wird jetzt langsam gehen. Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Oh, guck mal hier, einer hier, ist egal, den holen wir uns. Den holen wir uns, schnappen ihn uns und ziehen uns sofort wieder zurück, um die Käfer davon zu überzeugen, dass wir es ja gar nicht böse meinen. Das ist gut, das sollte dich doch zum Frohlocken bringen. Das bringt ja dein Werteziel, dich an deinem Werteziel einen halben Schritt weiter. Mhm. 25, mein Werteziel, Wissenschaft für getötete Aliens, genau. Wenn die das hier wüssten, dass wir jetzt kurz davor sind, auch mehr Belohnung dafür zu kriegen, wenn wir die hier massakrieren. Übrigens nicht nur Wolfskäfer hier, sondern auch diese hübschen fliegenden Drohnen hier auf den Pilzen. Und hier ist der Alien, das Alien-Nest, von dem sollten wir zwei Felder Abstand halten, sonst greifen die uns an. Das heißt, wir ziehen wieder hier hin. Ich bin gar nicht so sicher, ob es direkt von der Entfernung abhängt, sondern auch, ob man eine Bewegung darauf zumacht. Da reagieren die auch drauf. Die sind wirklich sehr fuchtig, was das angeht. So, und hier bewegen wir uns jetzt über Öl hinweg. Das können wir deshalb sehen, das Öl, obwohl es noch gar nicht erforscht wurde, also das Finden von Öl, weil wir das als Startbonus festgelegt hatten für unsere Zivilisation, für unsere Fraktion. Genau. Dass wir die Ressourcen Öl, Titan und auch Geothermie schon im Boden sehen. Und schon wieder eine Ressourcensonde mit VHS-Tapes. Wie malerisch auf diesem einsamen Kap hier. Sehr, sehr hübsch. Hat auch einen gewissen touristischen Wert hier, finde ich. Dieses Let's Play. So sieht es aus auf dieser fremden Welt. Eine Runde weiter. Boah, da wo der Explorer gerade steht, da wäre eine Stadt absolut toll. Guck mal, wie viel Öl da ist. 1, 2, 3, 4. Wow. Jede Erdölquelle bringt plus ein Schräubchen, also mehr an. Ja, und das sonst ist es ja nicht so doll hier, ne? Aber die Erdölquellen, die sind wahnsinnig gut. Später, da wird ja noch eine Raffinerie drauf gebaut, dann bringt die noch mehr. Und dann kann man noch zusätzliche Dinge erforschen. Auch schon wieder 20 Kultur. Wir sacken lauter Kulturgüter ein, die es von der Erde noch mitgeschafft haben. Unfassbar. Und hier, Questentscheidung. Aha. Was für eine Questentscheidung. Ach, da, guck. Zahlreiche neue Unternehmungen wollen in der Nähe unseres Territoriums ihre Operationen etablieren. Sie bieten verschiedene Dienste an, die nützlich für uns sein könnten. Zum Beispiel könnten wir entweder mit der Handelsstation Stett Minenbau ins Geschäft kommen. Wenn die sich in unserer Nähe niederlässt, dann bringt die jeder unserer Städte, sprich unserer Hauptstadt, die einen Handelsweg dort einrichtet, plus 4 Produktionen in unserer Stadt. Oder wollen wir, dass sich die Station Shackleton in unserer Nähe etabliert, die bringt unserer Stadt, falls wir einen Handelsweg mit denen eingehen, plus 1 Kultur, plus 1 Produktion und plus 2 Wissenschaft. Ich bin ja für Abwechslung im Portfolio, deswegen wäre ich für Shackleton. Das können wir uns normalerweise uns nicht wünschen, welche Station in unserer Nähe siedelt. Das ist wirklich hier nur bei dieser Quest hier einmal möglich. Da ist sie. Wo ist das denn? Nördlich. Ganz in der Nähe. Gar nicht so weit weg. Ach, da könnten wir doch zuschlagen dann. Und vor allem, was sehr erfreulich und wichtig ist, es ist kein Alien-Nest in der Nähe und wenig Miasma, weil sonst hätten wir Probleme, mit denen zu handeln.
Genau, die Karawanen können nämlich keine Miasmafelder durchqueren. Hier müssen die eine Kurve drumherum machen und wenn dazwischen beispielsweise noch ein Alien-Nest wäre, dann würden die uns unter Umständen überfallen und massakrieren, unseren Handelskonvoi, der da automatisch rüberzieht. Ressourcensonde gefunden, genau, das war das. Ja. Und da haben wir uns wieder entfernt von den Wolfskäfern. Ja. Wollen wir erstmal versuchen, die Ressourcensonde hier zu kriegen? Genau, laufen wir einen weiten Bogen außen rum. Auch wieder auf den Hügel links. Das wäre eine Bewegung aufs Nest zu. Lauf lieber links auf den Hügel. Du meinst, also ja. einer von uns beiden ist ein Warmduscher. Ich bin ein Hügelparker in diesem Fall. Du hast ein neues Schimpfwort kreiert. Kulturell sehr wertvoll. Dir steigen hier die Werte zu Kopfe und die Kulturpunkte, die wir ansammeln. Was kommt als nächstes an eleganten neuen Schimpfworten hier? Ein Hügelparker. Ich habe einfach Angst vor diesen Wolfskäfern, solange da noch niemand mit automatischen Waffen in der Nähe ist. Das merke ich mir für den ersten Multiplayer-Livestream, wenn ich meinen Gegner stilvoll beschimpfen möchte. Du bist ein Hügelparker. Ich glaube nicht, dass er sich davon sonderlich beeindrucken lässt. Wahrscheinlich versteht das kein Schwein. Noch eine Questentscheidung, guck mal. Oh, wir hatten ja eine Reliquie gebaut in unserer ersten Stadt, ein Gebäude, was uns geholfen hat, für Kultur, mehr Kultur zusammenzutragen und haben dadurch getriggert diese Quest hier, diese Entscheidung. Unsere Reliquie hat eine ideologische Spaltung bei unseren Bürgern verursacht. Manche glauben, die Reliquie der alten Erde sei hilfreich, um Trost bei der Trauer, die Menschen wegen ihres Verlustes der Heimatwelt verspüren, zu spenden. Sie möchten sie an einem ehrerbietigen Ort als Schrein belassen. Andere glauben, sie ist ein kostbares Behältnis traditionellen Wissens, das studiert und öffentlich ausgestellt werden muss, wenn die Menschheit ihre neue Heimat annehmen will. Je nachdem, welche dieser beiden Hintergrundgeschichten wir hier zustimmen, auf welche Seite wir uns schlagen, wählen wir entweder, dass wir die Reliquie unberührt lassen, das ist die Option 1, dann haben wir für alle Reliquien freien Unterhalt, sprich die kosten nicht mal 1 Credits pro Runde. Oder, und das ist die Option, die ich aus Erfahrung immer gerne nehme und du vielleicht auch, die alte Erde der Öffentlichkeit zugänglich, zum Beispiel dadurch, dass wir Videos über sie drehen und auf YouTube ausstellen und dann spendieren die plus 1 Kultur pro Runde. Das nehmen wir auf jeden Fall. Also ich stelle mir das dann so vor, dass da dann kein Zaun mehr dazwischen ist, wie zum Beispiel bei dem Monument Stonehenge, wo man auch nicht direkt nah dran kann und die Steine anfassen. Und das machen wir jetzt doch wieder möglich, hier für unsere alte Reliquie. Nochmal, liebe Zuschauer, das hier ist eine Preview-Version, das ist nicht das finale Balancing. Ich tippe mal drauf, dass die Entwickler, davon gibt es nämlich etliche Questentscheidungen im Spiel, wo man gleich sofort sagt, die eine Alternative ist doch 5-mal besser als die andere, dass die da am Balancing noch ein wenig schrauben werden und da bei einzelnen Questentscheidungen für etwas besser ausbalancierte Verhältnisse sorgen. Diese Gebäudequests, die immer mit diesem grünen Logo markiert sind, die gibt es übrigens für jedes baubare Gebäude im Spiel. Also sobald man ein Gebäude, keine Ahnung, den Handelsposten oder den Anti-Alien-Zaun oder das eben die Reliquie der alten Erde einmal baut, dann kann man sicher sein, dass in den nächsten paar Runden diese Quest getriggert wird, womit man sich dann entscheiden kann. Rüste ich alle meine Gebäude dieses Typs in dieser oder in der anderen Richtung aus? Also ich würde gerne hier hinziehen, weil sonst kommen wir nicht auf die Ressourcen, sondern wieder weg. Hier hin und in der nächsten Runde drauf und wieder weg. Auf das Ölfeld würde ich gerne ziehen. Das, gut, ich... Sehe richtig, wie sich die Sorgenfalten in deine Stirn fräsen. Pass bloß auf. Wir müssen bis jetzt zum Hinterkopf durch. Wir müssen ganz schnell ziehen, sonst sind die ganz, ganz fest reingetackert, diese Falten in deine Stirn. Und du wirst die nie mehr los. Mach doch mal die Augen zu, ich spiele jetzt mal alleine weiter. Ich habe die Augen ganz zu, ganz fest geschlossen. Und ich sag auch nichts, was ich tue. Ich ziehe jetzt einfach, solange du die Augen geschlossen hältst. Ja, jetzt habe ich sie wieder auf. Ich habe den zweiten Explorer ziehen sehen. Bitte warten. Vielleicht kriegen wir wieder einen Kulturwert. Juhu. Also das ist schon mal hier oben gut gegangen anscheinend. Kein Explorer wurde abgemurkst. So. Das Doofe ist jetzt allerdings, wenn wir jetzt hier reinziehen, dann können wir nicht weiter wegziehen, wegen Zone of Control, wegen der Kontrollzone rund um diese Einheiten, die werden dann ausgebremst,
das klappt nicht. Wenn wir jetzt hier hinziehen würden und im nächsten Zug dann so, das ginge dann. Aber wir können nicht seitlich dran vorbeiziehen. Dann, ich würde eins nach rechts unten, auch wenn die Gefahr besteht, dass wir dann eine Runde im Miasma stehen. Ja, Herrgott. Wir sind ja keine Hügelpacker. Wir können ruhig eine Runde im Miasma stehen. Das wird ja ewig anhängen. Mhm, ich weiß. Dich hat zu kürzlich ein Zuschauer auf YouTube gefragt, ob du dir nicht einen Spitznamen für die Let's Plays zulegen möchtest. Aber den bitte nicht, oder? Nee, den nicht, obwohl der Hügelparker. Naja, nee. Da suchen wir noch was anderes. So, welches Gebäude bauen wir jetzt hier? Oder welchen Handelskonvoi? Ich möchte einen Handelskonvoi. Den bekommst bitte, du. Bitte, bitte. Hm? 7 Runden, ein Problem. Handelskonvoi, wunderschön. Werte entwickeln. Ja. Und, tatarata, Plünderung. Damit wäre ich dann, genau, Plünderung. Alle Aliens, die wir um die Ecke bringen, bringen uns einen Wissenschaftsbonus in Höhe ihrer Angriffsstärke. Das ist verdammt viel am Anfang. Wenn wir den auswählen, das ist verdammt, verdammt viel. Gerade wenn man dann später vielleicht es mal schafft, so einen Belagerungswurm platt zu legen. Das ist schön. Damit wäre ich dann auch zufrieden, was den Machtbaum fürs Erste angeht. Alles andere können wir wieder in industrielle oder Forschungsentwicklung stecken. Du hast ja sehr genaue Vorstellungen, wie hier alles, ach guck mal, wie hier alles ablaufen soll. Mhm. Hier. Nein, zieh nicht, wir haben nur noch einen Zug. Ach so, entschuldige, das ist derselbe Zug. Entschuldige. Eine Runde aussetzen, Beinahe ein. Wenn ich dich nicht hätte, oder wenn der Erkunder dich nicht hätte, dann wäre der jetzt tot. Beinahe um Haaresbreite ein Desaster. Der wäre jetzt tot, oder wie der Engländer zu sagen pflegt, dead as a dodo. Dead as a doornail. Dead as a Daniel, hoffe ich mal nicht. Nicht Daniel, tot wie ein Türnagel. Nicht Daniel. Okay. Ganz tragische Geschichte mit diesen Dodos, wie die ausgerottet worden sind. Sollte man eigentlich keine Witzchen drüber reißen. Vor allem, wenn man ein Dodo ist. Aber Dodos machen da keine Witze mehr drüber. Quaggas auch nicht. Nein, auch, das ist genauso traurig. Da sind vor allem wir Deutsche, glaube ich, auch ein bisschen mitschuldig. Oder waren es die Engländer, die aus den Toten, die aus den Quaggas, die zu Tausenden abgeschlachtet haben, diese Vorfahren der Zebras in Afrika, um aus denen Pferde und um aus denen Säcke zu machen, aus deren Fell. Ernsthaft. Ja. Billige Säcke. Ganz, ganz furchtbar. Vorletztes. Noch irgendwelche anderen ausgestorbenen Tiere? Ich kann mich an diesen Raum im Frankfurter Senckenberg-Museum erinnern, wo das Quagga drin steht und der Dodo. Oh, da war ich noch nie drin. Sehr traurig. Habe ich nur drüber gelesen. Gut, jetzt müssen wir leider hier einmal über das Miasma ziehen, diese giftigen Ausdünstungen, die uns jetzt eine Runde lang einen kleinen Schaden hier zufügen wollen, müssen, wird, bla bla bla, Satz völlig chaotisch. Jedenfalls, über den Canyon, hilf mir doch mal. Ich will nicht durch den Canyon und darf auch nicht. Du hältst jetzt einfach eine Runde lang die Luft an und dann passiert nichts. Ich kann nur 10 Sekunden die Luft anhalten. Außerdem sagt sonst keiner was. Ich muss einfach selber weiterreden, während der Daniel für uns alle und für den Soldaten die Luft anhält. Wir haben einen weiteren Arbeiter bekommen, der jetzt oben das Geländestück am Fluss bewirtschaftet. Ja, das sieht gut aus. Daniel lockt das gleich mal. Und hier bearbeitet jemand noch ein sehr ungünstiges Geländestück unterhalb des Käferpaddocks mit nur 2 Futter. Vielleicht sollten wir das mal irgendwie ändern und in das andere Geländestück, wo gleich die Farm fertig ist. Ja, genau, sehr schön. Dann haben wir da auch einen größeren Vorteil davon. Und wenn die Farm fertig ist, dann überlegen wir uns, wo wir den Arbeiter demnächst hinschicken. So, jetzt hat der Erkunder 2 Züge. Einmal hin, zack. Die Reliquie geholt, waren 60 Energie drin, ein tragbarer Reaktor. Ich hab's nicht durchgehalten. Das war jetzt fast eine Minute. Ich könnte Tiefseetaucher werden, oder waren es 2? Boah, war das anstrengend. Ein tragbarer Reaktor, das ist gefährlich, glaube ich, oder? Sind die 60, aber 60 Energie. Ja, das ist doch schön. Die können wir für irgendwas Tolles später benutzen. Oder wie die Anhänger der Affinität Reinheit behaupten würden, 60 Gold. Echt? Die reden so? Die reden so. Die haben, habe ich in den späteren Spielrunden gesehen, so einen wirklich leicht römisch angehauchten Touch bei ihren Einheiten. Aber ich glaube, das soll Absicht sein. Wohin, Christian? Also hier draufziehen und hier in aller Ruhe ausgraben, während direkt daneben ein Alien-Nest steht, ist vielleicht nicht die optimale Idee. Das halte ich auch für eine Suizidaktion. Hier ins Miasma ziehen und dann rechts einfach weiterziehen oder auf den, Herrn Soldaten warten und mit dem zieh doch einfach mal rechts. Nee, zieh doch einfach nach rechts weiter. Wir klären schon mal ein bisschen weiter auf. Mhm. In der Zwischenzeit macht der Soldat ein paar Wolfskäfer frisch
Und wenn da hier die Gegend gesäubert ist, dann kommen wir zurück und graben das Dorf aus. Ei, ei. Oh, hier liegen schöne Sachen rum. Aber alles im Einflussbereich der Polystralie. Mhm. Den werden wir nicht vorbeikommen, so. Überlegen wir uns lieber, die zweite Stadt dann vielleicht doch im Norden zu gründen, wo sehr schön viel Geothermiequellen im Boden saßen. Du nennst sie immer heiße Herdplatten. Ganz genau. Ich halte das für eine fehlerhafte Übersetzung. Ich glaube, das sind heiße Herdplatten. Und der Bautrupp hatte hier die Farm jetzt fertig gemacht und jetzt könnten wir hier hin und noch eine Farm bauen. Dann hätten wir... Oder wir schnappen uns mal eins von den Feldern am Fluss, indem wir es einfach kaufen. Ja, könnten wir. 1-1-1, aber wir könnten auch hier hin. Also wir haben ja gerade nur, wir haben 235. Wäre das dann nicht vielleicht sinnvoller, uns zu überlegen, ob wir das Geld nicht spendieren in irgendein dickes Gebäude, von denen noch gar keine freigeschaltet werden? Okay, das macht jetzt keinen Sinn. Ich wäre dafür, dass wir mal die 50 investieren und das eine Flussfeld da noch dazu kaufen. Das hier. Zum Beispiel. Das Tolle, was zwei Futter und zwei Credits bringt, ist auch super. Das hier? Das rechts für 65. Hier sind so viele interessante, die werden doch in 6 Runden alle freigeschaltet. Das hier wäre eine Möglichkeit, Pilze hier. Nicht alle, nur eins davon. Ja, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass ich bin ein bisschen geizig. Wenn du ein Hügelparker bist, dann bin ich ein Schottenrock. Gut, dann bau noch eine normale, kostenfreie Farm. Das mit den Farmen, das sieht schon schön aus, diese zusammenhängenden asymmetrischen Felder. Ich finde die toll. Im Herzen von mir, Großstadtkind, verbirgt sich eine Farmernatur, glaube ich. Ich verstehe nur nicht so ganz, warum in der Zukunft auf einem fremden Planeten die Farmen alle diese komische Asymmetrie aufweisen. Weil ist es nicht viel praktischer, die Dinger in riesigen langen Streifen zu bewirtschaften? Oh, hallo. Hat mir die eigentlich schon kennengelernt? Ja, das müssen wir gesehen haben, als die gelandet ist. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Doch, wir sind jetzt nur wirklich so weit weg von zu Hause, dass wir schon in den fremden Herrschaftsbereichen rumfuhrwerken. Oh, ich bin so weit weg von zu Hause. Unfassbar weit weg von zu Hause. Wenn ihr wüsstet, wo wir gerade sitzen, wo wir das aufnehmen. Ich glaube, ich muss mal nach Hause gehen und zu Hause nach dem Rechten gucken, ob da noch alles steht. Ich finde es hier sehr schön in diesem Café am Gardasee. Also ich habe das vage Gefühl, wenn ich diese heißen Herdplatten hier sehe, ich habe zu Hause den Herd angelassen. Ich gehe mal zurück und mal gucken und gehe mal auf Nummer sicher. Und bin aber bald wieder da. Christian, möchtest du alleine weitermachen oder machen wir zusammen eine Pause? Nee, ich muss auch in der Küche schauen. Tatsächlicherweise und ohne Spaß hat der Kühlschrank gerade etwas Wasser verloren. Oh Gott, wie furchtbar. Dann kümmerst du dich mal um dein Wasser. Du musst ein wenig Wasser lassen, glaube ich, und ich selber. Ich werde mich jetzt um meine heiße Herdplatte kümmern. Und ihr seid bald wieder bei euch, bei uns, glaube ich. Bei euch seid ihr, hoffe ich, ohnehin. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.